Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin nicht mehr 17, ich bin 18 Jahre grown as woman und zu diesem Anlass habe ich im Stream Zuschauergeschenke ausgepackt. Das heißt, ihr konntet mir einfach Geschenke schicken, Pakete schicken, alles was ihr wollt. Müsst ihr nicht, konntet ihr und ja, viele von euch haben das gemacht. Kuss geht raus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich bin einfach 18. Ich würde sagen, ich gehe einfach hinter und hole immer ein Paket, oder? Ich mache im Stehen vielleicht sogar. Okay, wir haben hier nämlich viele kleine, viele große. Das ist so süß. Sollen wir ein kleines oder ein großes aufmachen? Das hier ist tatsächlich am längsten bei mir. Ihr seht schon, da steht Geburtstag drauf, weil das wurde mir damals, wo ich noch normale Fanpakete ausgepackt habe, mitgeschickt und ich bin froh, dass ich das noch gesehen habe. Das liegt am längsten da und es raschelt. Da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt meine Schere hier gelassen. Ja, ich bin gespannt. Das ist in einem Laptop-Karton. Das ist so cool gerade. Wirklich, Dankeschön an ihn. Das ist so süß. Okay. Oh, das wurde alles fein eingepackt. Oh, das wurde so cool eingepackt. Okay, wir haben hier einen Zettel. Ich mache mal Schnellflug bei den Zetteln. Boah, was eine schöne Schrift. Sieht so clean aus. Hallo Phoebe, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und Glück der Welt. Den hast du dir zu 100% verdient. Nicht nur, weil du eine Top-Streamerin bist, sondern auch, weil du ein guter Mensch bist. Und das ist etwas, wo mir jeder zustimmen kann und auch sicher wird. Ich sehe bei dir keine Schwäche. Du ziehst einfach dein Ding durch, was sehr beeindruckend ist. Auch wenn andere schlecht über dich reden, was ziemlich beschämend ist. Denn so etwas zählt auch negative Dinge mit sich. Unter anderem möchte ich mich bei dir bedanken, weil mir deine Streams und Videos in den letzten Monaten wirklich sehr geholfen haben und mich aufgemuntert und viel zum Lachen gebracht haben. Mehr möchte ich jetzt auch nicht schreiben, sonst wäre der Brief Seiten lang. Ich wünsche dir noch einen schönen 18. Geburtstag. Lass dich feiern und ich hoffe, dir gefallen die Sachen, die ich dir geschickt habe. Liebe Grüße, Vanessa. Im Chat VXVH-102. PS, die Sachen, die ich eingepackt habe, sind selbst gemacht. Oh, so süß, so süß. Also Sachen selbst gemacht. Da, guck, das meine ich schon wieder. Oh, das ist so cute. Vanessa, Kuss geht raus. Vanessa ist, glaube ich, sogar da. Vielen, vielen Dank. Das ist so cute. Boah, ich sehe schon ordentlich. Oh, hier wird so reingemastet, ne? Schon wieder ganz viele Süßigkeiten. Boah, alles voll damit. Oh mein Gott. Oh, okay, es ist was Gemaltes. Ich liebe das. Bin ich gespannt, was das ist. Schwarze Hintergrund. Oh, eine Hello Kitty. Ja. Die ist sogar schön. Das ist so ein für die. Ich liebe Hello Kitty. Also Hello Kitty ist mein Alter. Also die sieht richtig clean aus. Das ist so Neon-Style gemacht. Richtig geil. Hier ist nochmal ihr Name. Junge, Vanessa, ich küsse dein Herz. Das ist so clean gemacht. Das sieht sogar voll gut aus. Würde da. Boah, schwarz ist so gut. Das würde ich hier so. Ich mach das da hin. Ich mach das 100% an. Oh mein Gott, das ist so gut. Oh mein Gott, da ist noch ein Bild. Oh, ich liebe Hello Kitty. Das ist nicht so ausgeartet. Ich bin einfach eine Hello Kitty gehören. Auf einer Cover. Okay, mal gucken, was das ist. Stimmt auch nochmal Hello Kitty. Ja. In bunt. Hey, wie cool. Das sieht so geil aus, oder? Das sieht voll neonmäßig aus. Das ist richtig cool. Oh, mir gefällt das total. Das ist richtig, richtig, richtig nice. Ein guter Start. Direkt Hello Kitty. Ich habe noch gesagt, Imagine, ich bekomme so ein bisschen Hello Kitty-Stuff. Und ganz, ganz, ganz viele Süßigkeiten. Hä? Alles, was ich mag. Russischbrot liebe ich. Schnüre, meine Lieblings mit Drachenzungen. Und saure. Das ist so krass. Das sind die besten. Boah, das ist ein W-Geschenk. Das ist so nett. Vielen, vielen, vielen Dank, Vanessa. Das ist so süß. Ich tue das jetzt wieder rein, die ganzen Pakete. Weil letztens habe ich alles einfach hingeschmissen. Es war so unordentlich. Ich werde die Pakete jetzt immer so, wie die sind, wieder hintun. Und dann habe ich alles geschichtet und dann werde ich wieder raus tun. So geil. Das ist sehr leicht. Da ist doch gar nichts drin. Legit, da ist nichts drin. Es wurde auch schon hier ein bisschen. Okay, da hat mir jemand von Amazon so eine Maske geschickt. Digga, ich dachte gerade, es werden so geheime Spielchen hier, der Master oder so. Game Master, ja, ja, ich dachte gerade so Game Master, der sucht mich heim, aber es wurde über Amazon. Das wollte ich schon immer haben. Leute, eigentlich finde ich der Game Master. Ja, warum nicht? Kann man gebrauchen, gell? Komm, wir machen jetzt das hier auf. Das ist mir gestern aufgegangen. Oh, das ist auch schon auf. LOL, das ist so, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Zahnpasta. Das ist Willy Wonka Schokoladenzahnpasta von His Smile. Die kommen aus den Amerikanischen, das habe ich auf TikTok gesehen. Das ist Schokoladenzahnpasta, also es hört sich eigentlich eklig an, aber die sind voll krass eigentlich. Wie cool, fein Wonka. Ich habe Wonka erst angeschaut jetzt mit meiner Mutter. Das ist voll geil. Hä, das ist ultra nice. Und hier ist noch ein Kärtchen drin. Mit einer 18. Oh, guck mal. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Text. In Liebe J-A-H-D-G-E-Mi. Ey, Junge, wie cool. Das ist wirklich geil. Danke. Voll geil. Nächstes. So, das ist von Ruben. Bin ich mal gespannt. Oh, bodenloses Paket. Krieg ich nicht auf. Oh, wow, wie schön du geschrieben hast. Oh, hä, wie clean. Toll. Hi, Phoebe. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, mir geht es super. Ich will jetzt nicht viel schreiben, weil es so clean schreiben voll schwer ist. Hab gehört, dass du Hello Kitty magst, also habe ich dir eine Decke davon geholt. Spekulatius Nummer 1 Süßigkeit. Die anderen schicken dir eh alle nur Sachen von Kindern. YouTube, Reezy TV noch sind alle Videos bereit, aber hier wird auch eins. Kannst du ab... Moderation machen. Okay, wir machen Abmoderation. Das war's mit dem Video von Reezy TV. Er ist ein Banger-YouTuber. Lasst ein Like auf dieses Video da. Appreciate it. Und lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Sehr guter YouTuber. Zack. PS, hoffe, dir gefällt. Vor allem, das im Brief 2 hast du eigentlich Jurassic Park geschaut. Ja, ich habe Jurassic Park geschaut. Guck mal, wie viel Mühe. Oha. Und hier, guck mal. Warte, schau danach rein. Also Spekulatius
Biskopf. Richtig gut. Ganz viele. Und eine Decke. Wahrscheinlich eine Hello Kitty Decke. Und eine Brille. Oh nein, die ist runtergefallen. Oh, die hatte ich damals auch. Die hat meine Mama mir auch immer mitgebracht von der Arbeit. Und die Decke ist richtig gut. Ich habe so viele Hello Kitty Decken schon. Guck mal, eine Hello Kitty Decke. Die ist toll. Fand die sogar voll gut von der Qualität. Sonst sind die immer so billig. Und jetzt hat er hier noch einen Brief gemacht und hat sogar voll gemalt. Was ist das? Digga, ich dachte gerade so sehr, du machst so, hast so irgendwas gemalt für mich. Baitet einfach, Digga. Ich dachte gerade, er hat so voll mit Mühe. Ich dachte legit, du hast so mit Mühe, mit Herz diesen scheiß Brief gemacht und dann kommt das raus. Mann, ich immer hier getrollt, was ist das? Aber süßer Brief. Brief, danke schön. Das ist sehr lieb und voll schön geschrieben tatsächlich. Für einen Junge, also no front, aber das sieht so, das sieht wunderschön aus. Toll. Der nächste, wir machen die nächsten auf. Zwei kleine, das kann sein, dass so Leute auch immer Werbung geschickt haben. Das werde ich jetzt hier nicht so machen, weil das hier sieht mir schwer nach Werbung aus. Also auch süß, dass man was schenkt, aber normalerweise, also versteht das Business nicht, aber normalerweise macht man das nicht. Guck mal, hier ist so ein Naruto drauf, voll süß. Ja, da haben wir es. Dicker. Hallo liebe Phoebe, zum Geburtstag wünsche ich dir alles Gute, möge alle Träume für das nächste Leben ja in Erfüllung gehen. Ich schicke dir einige selbstgemachte laminierte Sticker und Magnete. Ich hoffe, du freust dich. Cool. Fong. Fuang. Kalisiat. Okay. Guck mal, voll süß. Voll süß zugemacht. Sticker und Magnete. Ach, das war die. Wow, Chat. Ich habe mal mit ihr über Instagram irgendwann geschrieben und dann habe ich, glaube ich, irgendwann geegot, weil irgendwas war da. Die hat mich gemalt. Das sind Sticker von mir. Guck mal. Wie cool. Und Magnete. Das sind ganz viele. Das ist ultra, ultra cool. In so einem Anime-Style. Das sieht so clean aus. Also die sehen wirklich richtig clean aus. Oh, geil. Das ist ein übertrieben W-Geschenk. Alter, wie gut die Grafik ist. What the fuck? Das sieht so cool aus. Das ist ultra cool. Fein mit denen. Das war auch ein Bild von Instagram recreated. Ey, das ist so nice. Vielen Dank. Okay, warte, wir machen einmal Shoutouts, weil Kalissi Art, die macht Sticker und so Zeug. Kuss geht raus. Kuss auf die Nuss. Die sind richtig, richtig nice. Voll cute. Ja, übertrieben. Die sehen auch richtig gut aus. Boah, da habe ich voll Angst, die zu verschwenden irgendwie. Oh, die sind richtig nice. Sieht aus wie eine Marshmallow-Maske. Boah. Ich liebe das, irgendwie meinen Namen immer zu lesen. Sieht so süß aus. Wenn das andere gerade gemacht haben, ist voll cute. What's up, Phoebe? Hoffentlich konnten wir dir eine kleine Freude machen. Viel Spaß. Ein Mystery-Beutel drin. Was ist das? Ein Gürtel. Ich weiß nicht mal von was. Keine Ahnung, was das ist. Ein Gürtel? Das ist ja geil. Oh, Alter. Lol, wie so ein Sheriff. Yo. Hey, wie cool. Ich habe voll wenige Gürtel, tatsächlich. Der ist ja voll nice. Der ist ultra geil. Der ist voll cool, so ein Spinner. Warte mal. Boah, kurz auf die Olga. Der ist richtig strong. Ja, stellt euch vor mit einer... Ist cute eigentlich. So, mit einer Baggy-Hose. Hey, wie cool. Das ist voll nice. Ich feiere das. Das ist nice. Gute Freude gemacht. Toll, 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 toll. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir machen noch so kleine auf. Hier, wir haben noch so kleine. Boah, da raschelt es aber auch. Da raschelt es. Das ist so geil. Oh, ich habe, glaube ich, den Brief ab... Oh mein Gott, ich habe fast den Brief hier abgeschnitten. Ich habe den Brief abgeschnitten. Nein, da war extra ein Brief zum Zurückschicken. Ich habe ihn durchgeschnitten. Ah, okay. Okay, wir haben hier eine Kette. Oh, eine... Eine selbstgemachte Kette und da sind meine Initialen. Oder mein... Wie schön. Oh, wie schön. Da steht Phoebe drauf mit dem Herz. Das ist voll schön. Hey, nice. Die ist cool. So, warte mal. Und hier ist eine Handyhülle. Wahrscheinlich, guck, extra zum Zurückschicken. Ach, guck mal. Und ein... eine Armband auch noch dabei. Und eine Armband dabei. Passend zur Kette. Das sieht toll. Toll. So, warte, jetzt ist hier noch... Ah, hier. Hi, Phoebe. Darf vorgelesen werden. Schau dich noch nicht so lange, aber du bringst mich immer zum Lachen. Bleib so, wie du bist. Hoffe, du freust dich. Könntest du mir die Handyhülle unterschreiben? Habe natürlich die passende Briefmarke reingepackt. Das ist sehr schlau. Oh, das ist toll. Und hier ist noch was. Dankeschön. Das ist so lieb. Alter, was ist das für ein Name? Euphemia. Wenn das sein Name ist, GG. Das ist so cool. Dankeschön. Warte, ein Brief. Einen lockeren Brief. Warum schreibt ihr was in den Brief rein? Ich mach das kaputt. Er hat hier oben was rein. Hallo, mein Name ist... Oh, ich glaube Nina. Und ich... habe ein wichtiges Anliegen. Achtung, random Sticker for you. Nicht im Stream vorlesen, beziehungsweise nicht laut vorlesen. Nicht den Text zeigen, du weißt schon. Okay, das muss ich nach dem Stream machen. Das ist irgendeine Instagram-Nachricht, dass ich da irgendwie... Dann schaue ich danach. Aber dann Dankeschön für die Sticker. Das ist ein tolles Geschenk. So, und jetzt, meine Freunde, haben wir hier noch was. Ein Riesending. Liebesgeständnis. Nee, das war irgendein Anliegen, wo ich helfen soll oder so, glaube ich. Und es war ein Mädchen. Also, ich meine, ein Mädchen kann ja auch verliebt sein, aber ihr wisst schon. Oh mein Gott, da wurde was gemalt. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du feierst schön. Deine Streams machen mir immer wieder gute Laune und es bockt sehr, dir zuzugucken. Ich hoffe, dir gefällt mein Geschenk. Bleib gesund. Dein Esther. 14 Jahre alt. PS, wenn dir das Geschenk fällt und ich dir noch eins machen kann, hier mein Insta. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Oh, das ist ein Bild von mir aus der Story. Das sieht so süß aus. Oh, geil. Am 11.12. gemalt. Junge, wie cool. Das mit Wasserfarben, mit Acryl. Alter, wie juicy auch meine Lippen aussehen. Das kann ich euch sogar... Nubik, blend jetzt mal das Originalbild ein.
Das sieht so edel aus mit seiner Unterschrift und das ist richtig schön. Oh, das gefällt mir ganz toll. Oh, das gefällt mir übertrieben, ne? Ich liebe das. Ich weiß immer nie, ich glaube, ich brauche eine eigene Galerie. Ich bin immer so, ich kann ja nicht Bilder von mir selber in meiner eigenen Wohnung aufhängen, sonst denkt jeder, ich bin selbstverliebt, wisst ihr? Aber sowas ist schon geil. Eigentlich müsste ich schon mal so eine Ecke machen, im Umkleidezimmer irgendwo, wo ich alles hintun kann. Das ist übertrieben fresh. Danke, danke, danke. Wir haben gar nicht mehr so viele. Das sind alle noch... Oh, guck mal hier. Das wurde süß selber gemacht. Happy Birthday steht da drauf. Boah, sogar hier. Oh mein Gott, guck mal. Sogar ausgedruckt. Hallo Phoebe. Danke für deine tollen Streams. Die machen die Hausaufgabenzeit ein bisschen erträglicher. Da bald dein Geburtstag ist, wollte ich dir etwas zurückgeben. Doch was kann man dir schicken, wenn du fast alles hast? Ich habe mir Gedanken gemacht und wünsche dir mal, dass du noch genauso groß rauskommst wie der Knossi. Der hat leider ein doofes Paket bekommen, aber das nehme ich zum Anlass, um es zum Guten zu wenden. Ich hoffe, dass du auch mal ab und zu abscheiden kannst und auch das Handy beiseite legen darfst. Wenn du also mal deine Ruhe hast, ist es genau das Richtige fürs Klo und das passende Zubehör gibt es gleich dazu. Bleib so, wie du bist. Happy Birthday. Okay. Ja, doch. Klopapier. Ist es wenigstens dreilagig? Eins. Dreilagig. Dreilagig. Ist was? Ist was? Doch. So, und dann haben wir hier, was noch? Und ein Buch. Unnützes Wissen. Cool. Unnützes Wissen. Also werde ich nicht mal schlauer dadurch. 3800 Fakten. Ich wollte ja eh lesen. Ey, das ist eigentlich geil. Guck mal, das ist alles so geil. Eigentlich ist das geil. Ey, cool. Und das mit, das ist eigentlich smart gemacht. Und einfach Klopapier. Also das, ich leg's legit zum Klo hin. Hey, das ist ultra stark. No cap, ich freue mich darüber. Wir nehmen jetzt diesen Brummer hier. Der ordentlich eingepackt wurde, nochmal extra von DHL anscheinend. Das sieht schon sehr geknechtet aus, Digga. Was macht DHL mit euren Paketen? Boah, da kommt wieder eine Decke. 100% wieder eine Hello Kitty Decke. Ja, ich sehe schon eine Hello Kitty. Ey, Digga, die Decke habe ich jetzt schon zum dritten Mal. Diese Decke habe ich jetzt dreimal. Junge, danke schön für die Hello Kitty Decke. Die andere ist da hinten, legit. Ich habe jetzt dreimal. Ich lasse sie eingepackt. Boah, ey, seit wann gibt es diese Pop-Figuren? Zweimal. Und eine grüne, eine bunte. Lol, Funkpop. Seit wann gibt es die in Hello Kitty? Das ist geil. Die sind cool. Alter, da ist so viel krasses... Ne. Aha, dieser Brie... Oh, warte, darf ich das zeigen? Warte. Wir haben uns Gamescom getroffen. Das ist ein Rücksendebrief. Liebe Phoebe, ich hoffe, dir gefallen die Sachen. Perfekt jetzt schon. Und ich habe dann dazu entschieden, dir so zu schreiben. Ich wollte dir einfach mal Danke sagen dafür, dass ich dich mehr oder weniger kennenlernen durfte und dich schon jetzt seit 6 Monaten auf Twitch verfolge darf. Ich schaue deine Streams jeden Tag immer wieder gerne. Deine Streams haben mir immer auch dabei geholfen, aus einem Loch herauszukommen. Das ist so süß. Das schreiben immer so viele, dass es denen dadurch besser geht. Ich kann mir das immer nie vorstellen. Aber das freut mich so hart. So, und hier, da ist noch mehr drin. Illusion-Lampe. 3D-Illusion-Lampe. Was ist das? Das ist irgendeine Lampe, wo man das so reinstecken kann. Warte mal. Und mit LED. LED ist immer gut, sage ich. Ach, das sind verschiedene Aufsätze. Das sind Valorant! Oh, das sind Valorant-Charakter! Nee. Und eine Rainer! Halt's Maul! Oh mein Gott. Eine Viper. Warte, warte, warte. Ich weiß, ob ihr es sehen könnt. Und die kann man jetzt hier reinstecken. Oh, wow. Digga, wie nice. Das ist geil. Da ist immer noch was drin, ne? Das ist noch gar nicht fertig, das Geschenk. Nee, noch eine Lampe. Noch mal eine 3D. Hier ist noch mal so eine Lampe. Das, glaube ich, wird noch krasser. Oh mein Gott. Mann, ist das geil. Oh mein Gott. So, beiden, das sind krasse Geschenke. Junge, wie viel Kohle hast du und das ist so schwer? Nee, es ist jetzt nochmal so eine... Digga, es ist noch eine Lampe. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh, mein, sieht voll schlecht. Das ist eine Hello Kitty Schneekugel und die sieht so cool aus. Ist das geisteskrank cool. Da hat man mich, ne? Da hat man... Mit dem Zeug hat man mich. Jetzt habe ich 3 so Dinger. Alter, was ist das? Das ist heftig. So, das nächste. Wir packen jetzt das Schöne aus. Wir packen jetzt ein wunderschönes Pinkes aus. Ja, das Pinke. Okay, bin ich gespannt. Und? Oh mein Gott. Oh, ist das süß. Hey, Leute, die Person kommt sogar aus Erfurt. Nett hier, aber waren sie schon mal in Erfurt? Und es ist nicht mal ein Sticker. Junge, wie viele? Wow, und Prime. Und das. Ach, hier ist der Zettel. Alter, hi Phoebe, ich bin Konzi und bin ein großer Fan von dir. Ich gucke deine Stream schon seit 1 Jahr und feiere sie sehr. Ich habe dich auch schon mal zusammen mit Roat auf den Rummel getroffen, habe aber leider vergessen, dich nach einem Autogramm zu fragen. Deshalb wollte ich fragen, ob du mir meine Handyhülle unterschreiben kannst und zurückschicken kannst. Ich glaube, dass du dieses Paket nach deinem Geburtstag öffnest. Wenn ja, alles Gute, bleib so wie du bist. Tschüss. Süß. Hat er sich Mühe gegeben, ja, mit denen? Hey, wie cool. Dankeschön. Und hier ist sogar so ein Bubble Tea. Die sind so süß. Die sind so weich. Ich weiß nicht, die haben so ein besonderes Weich. Kinder Schokobons. Ihr wollt, dass ich dick werde. Und ein Prime. Das will ich jetzt probieren. Was ist das? Tropical Punch. Boah! Alter! Ich habe nur das normale Grüne mal probiert. Boah! Das ist so Zucker. Das ist schon nicht mehr süß. Das ist schon so over. Es sieht halt verdammt cool aus, aber das schmeckt nicht. Aber kann ich dir das legit vorbeibringen? Dann muss ich das nicht verschicken. Cool! Oh, mit dem Süßkram auch richtig lieb. Dankeschön, Konstantin. Sehr, sehr, sehr toll. Oh mein Gott! Das Paket ist auch so ultra cool. Guck mal, die Person hat hier einfach... Die wird 100% was gemalt haben.
Hier steht, bitte vorsichtig öffnen. So eine Katze. Hier ist ein Pepe. Pepe! Pepe Love! Lol! Hä, wie cool. Alter, alles einzeln eingepackt. Nein, Kinder Country, nein. Und hier ist die beste Sorte, wie ich euch gesagt habe. Ich habe vorhin noch gesagt, Kinder Country. Och, Digga, das ist sogar so ein Riesending. Kleiner Brief. Bitte im Stream lesen. Alter, wie viel Mühe. Da ist ein Hello Kitty. Und Sticker. Oh mein Gott. Hello Kitty Sticker. Ja. Hi Phoebus. Erstmal soll für meine Rechtschreibung. Bin halt nicht so gut darin. Juckt gar nicht. Kannst den Brief auch im Stream vorlesen. Ich hoffe, dass das Paket nicht kaputt geht. Das ist das erste Paket, was ich jemals verschickt habe. Habe es die letzten Male nicht geschafft, wegen Zeit und so. Aber jetzt geht das endlich. Hoffe, dir gefällt das Paket und hast einen schönen Geburtstag. Von Hannah. Im Chat Toasty mit Doppel-Y-X-XD. Toasty! Hinter Toasty versteckt sich eine Hannah. Oh mein Gott, Hannah. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Das ist geisteskrank. Erstens ist eine Dono. Nummer 1. Was ist Nummer 1? Das hört sich halt nach einer Dono an. Sie hat mir eine Real-Life-Dono gegeben. Das ist so dumm. Oh mein Gott. Hört auf, mir Geld so zu schicken. Hat sie mir wirklich eine Dono eingepackt? Ey, nein. Okay, ist Kleingeld. Das ist gut. Danke für die Donation. Danke, danke, Anna. Bizzle Skincare. Ach, guck mal, hier sind... Ah, guck. Bizzle Skincare. Oh mein Gott, wie süß ist das alles eingepackt. Geil, Tuchmasken. Ich habe keine Tuchmasken mehr. Ich wollte mir welche kaufen. Das muss ich nicht mehr machen. Tuchmaske, Belly Sweet. Toll. So macht man mich halt glücklich. So könnt ihr jedes Mädchen, glaube ich, könnte so glücklich machen. Einfach so Tuchmasken, die sind so gut. Danke, danke, danke. Wir haben jetzt hier das noch. Hä, habe ich fünftens geskippt? Ich bin lost. Irgendwie, sie spoilert ja schon da, was sie reingeschrieben hat. Oh, Tee, Lilifee-Tee. Ich glaube, der ist voll lecker. Oh, der ist pink. Erdbeer-Himbeere. Wie cool. Ich liebe Tee. Cool, fünfmal. Dankeschön. Das siebte hat sie selber gemalt. Ich hoffe, du magst... Ich habe keine Ahnung, welche... Also, es tut mir leid, Hannah. Ich komme durch mit deiner Reihenfolge. Ich bin lost. Das hat sie selber gemalt. In Anime-Style wieder sogar eingerahmt. Och, toll. Oh mein Gott. Das ist auch ein Insta-Bild. Ich erkenne das. Das ist ein Insta-Bild. Wie geil. In so einem Anime-Style. Das sieht richtig, richtig cool aus. Das gefällt mir richtig gut. Fein eingerahmt ist immer richtig geil. Dann kann man das immer direkt hinstellen. Das ist so süß. Hier ist sogar... Warte, hier ist ihr kleines Ad auf Instagram. Hey, das sieht so cute aus. Das ist so geil. Alle können immer malen, ne? Das ist heftig. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Warte mal. Das kleine Ding steht für deine Community. Oh nein, ein kleines Baby. Das ist Henry, den habe ich für dich gehegelt. Oder der Chat gibt denen einen Namen. Es wäre mega, wenn du den irgendwo beim Setup setzen könntest. Das ist dafür, damit du dich daran erinnerst, dass du eine supportende Community hast, die immer hinter dir steht. Ist das süß. Oh, wollen wir ihn gleich Henry taufen? Oh mein Gott. Das ist ein Community-Henry. Digga, das ist einfach Henry. Der ist ja so süß. Junge, was ist das für eine süße Idee? Das ist noch eine Sache. Digga, Hannah, was hast du für ein cooles Paket bitte gemacht? Lol, das gleiche habe ich auch. Oh mein Gott. Das ist Tofu. Hey, das ist Miso-Soup. Das ist genau das. Wisst ihr noch im Stream, wo wir das gemacht haben? Das ist 1:1 genau die gleiche Firma sogar. Die Marke nur mit Tofu. Ich habe davor nur Miso-Soup. Hey, wie cool. Das ist genau das. Ich weiß nicht, ob das jetzt random war oder ob du es wirklich gemacht hast, weil... Junge, das ist so ein cooles Paket. Alter. Übertrieben cool. Danke, Hannah. Das ist so ein tolles Paket. Hier auch noch mit Tee. Oh... Ey, ich freue mich so. Ich habe noch ein Paket von JBL bekommen. Guck mal. Ich habe noch einfach ein Paket von JBL bekommen. Liebe Phoebe, es gibt Geburtstage, an die wir uns später nicht mehr besonders gut erinnern. Der 18. ist aber einer von denen, die wir lange im Gedächtnis behalten. Eben etwas ganz Besonderes. Alles Gute zur Volljährigkeit und lass es krachen. Möge dein 18. Geburtstag so großartig sein wie du. Für das neue Lebensjahr wünschen wir dir neben Freude und Spaß vor allem Gesundheit und natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Wir wissen, du rockst das und sind stolz, dich dabei begleiten zu dürfen. Liebe Grüße, Blu Blu Bibu. So wie das ganze JBL-Team. So süß. We love die JBL-Team. Junge, die sind so cute. Also entweder ist jetzt was von JBL drin oder irgendwie Schokolade. Was denkt ihr? Das ist so cool eingepackt. Schokolade? Ja, das fühlt sich strong an. Ich weiß nicht. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wait, hold on. Was ist das? Was ist das? Warum sind hier chinesische Zeichen drauf? Oder schätzt das mal nicht? Okay, entweder es sind Stäbchen, Messer oder irgendwas. Also irgendwas für die Küche. Oh mein Gott, es ist ein Messer. Es ist 100. Oh mein Gott. Alter, wisst ihr, wie teuer und scharf diese japanischen Messer sind? Alter, weißt du, wie stark die sind? Die sind so krass. Alter. Digga, man sieht so richtig diese Fugen da. Ha! Da steht mein Name! Lol! Phoebe! Da steht Phoebe! Digga, da muss man vorsichtig. Das ist so scharf, ne? Ey, das ist so cool gemacht. Ja, da haben die mich, ne? Da haben die mich. Also wirklich, die machen sich. Also bis jetzt, das JBL-Team, also ich kenne auch die Person der 100, die machen sich immer so viel Gedanken, was die mir schenkt. Die haben auch letztens beim Essen, weißt du, was die mir geschenkt haben? Zwei so fette Anime-Figuren, die jetzt oben bei meiner Küche da hängen. Da alle aufgestapelt. Haben die mir geschenkt, weil die ja damals, weil ich da gesagt habe, die wurden mir geklaut. Haben die mir auch geschenkt. Das. Also die haben so coole Geschenke immer. Alter, ich werde mich da morgen oder weiß nicht, ob die jetzt noch was sind, dann ordentlich bedanken. Das ist so nice. Vielen, vielen Dank, JBL.
ist es. Meine Partner, Mann. Meine Partner. Ein Oschi auch, wie es im Buche steht. Ey, ihr gebt euch so viel Mühe, ne? Oh, lol. Trikots? Junge, das riecht so nach Junge. Wenn du mir die jetzt schenkst, ne? Ronaldo-Trikot? Lol, ich hab doch keine Ahnung von Fußball. BVB oder was ist das? Ja, BVB. Oh, mit Unterschriften. Hä? Oh, bitte sag nicht, dass du mir die jetzt schenkst. Das schicke ich dir, wenn. Ein Schal? Erfurt. Hey, das ist rot-weiß Erfurt. Das ist geil. Den behalte ich. Ha, Erfurt, Junge. Das ist cool. Hier ist noch was. Basketball? Junge, was schickst du mir hier alles? Alter, der kann mir das doch nicht schenken, oder? Hier nochmal BVB-Schal. Ich glaube, das sind welche. Warte mal. Ich glaube, das sind Fußballspieler aus Erfurt, die mir das geschickt haben, weil. Hier ist einmal rot-weiß Untersetzer. Das ist ja witzig. Dann haben wir ihn hier. Und ihn hier. Rot-weiß, Spieler von Erfurt. Ist hier irgendein Brief dabei? Ein Riesenpuzzle. 1000 Puzzleteil-Puzzle mit Pokémon. Hey, hier ist nicht mal ein Brief dabei. Oh Mann, ich will so gern wissen, von wem das kommt. Das ist geil. Das ist richtig geil. Pokémon-Puzzle. Und dann haben wir hier noch voll witzige Anhänger einfach. Nee, das kommt aus Mühlhausen. Dann ist das wahrscheinlich kein... Hä, warum schickt er mir das alles? Das ist doch voll... Also das ist doch voll krasses Zeug. Der Scheiß aber echt geil. Rot-Weiß, das ist so cool. Jetzt habe ich auch mal was von Erfurt. Das ist nice. Auf den finde ich cool. Es tut mir so leid an alle Fußballfans, wie sehr ihr vielleicht gerade hier sowas haben wollt. Ey, wirklich vielen Dank. Richtig cool. Ohne Scheiß. Auch wenn ich wirklich mit Fußball null Ahnung habe, aber das ist wirklich cool. So, wir haben noch zwei Pakete. Tatsächlich. Hier? Ich höre schon wieder Kaugummis. Ich höre schon wieder die extra Kaugummis. JBL-Verpackung bitte unterschreiben. Aha. Hier ist eine Kerze mit einer 18. Aha. Stefanie aus Kosovo. Aha. Alter, wie viele Sachen. Hier ist eine Mütze. Hier ist Kinder-Country. Geil. Love it. Sand. Von wo? Weiß ich nicht. Und Muscheln. Süß. Das sieht süß aus. Also irgendein Urlaub. Meine extra Kaugummi. Oh, Pralin. Das beste Alter beginnt genau jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Sicher, dass es genau jetzt beginnt. Geil. Pralin, passend zu, ich bin 18. Und dann, was ist das? Ein Herzchenanhänger. Für ganz viel Glück, Gesundheit und dass du weißt, dass ich in schweren Zeiten für dich da bin. Ich habe es mit meinem Parfüm eingespielt. Das hört sich vielleicht weird an, aber bitte lass ihn in deiner Nähe. Vielleicht bringt mir das Glück für die Operation. Ah, oh mein Gott, ich weiß, wer das ist. Das hier hat eine richtig emotionale Geschichte eigentlich auch hinter sich. Das ist jemand, die Stefanie ist, glaube ich, die Mutter. Die hat mit Peter geschrieben. Und der Junge hier, der hat morgen an meinem Geburtstag eine Operation. Also Krankheit, Krebs, was macht richtig, ist krass. Also ist wirklich richtig, richtig scheiße. Und der hat sich auch noch sehr gewünscht, ein Grußvideo zu schicken. Das schicke ich auch dann noch nach dem Stream oder morgen, keine Ahnung. Der wird an meinem Geburtstag operiert und denen war das ganz wichtig, dass das hier nochmal so ankommt. Und also es war wirklich ein treuer Fan oder es ist auch ein großer Fan und der ganze Chat viel Glück. Ich glaube, hier sind Zettel. Also richtig, richtig krass. Ich möchte dir zu deinem besonderen 18. Geburtstag alles erdenkliche Gute wünschen. Genieße deine Tage, denen du nur einmal leben wirst. Endlich kannst du Verträge ohne Mama abschließen. Seit 2019 zauberst du mir mit deinen Streams ein Lächeln in dein Gesicht. Jetzt bin ich an der Reihe. Wir haben auch auf TikTok geschrieben. Wir haben die Accounts beide nicht mehr. Getroffen habe ich dich zweimal auf der Gamescom und zweimal in Berlin. Du wirst die Pakete im Stream öffnen, wo ich als LuckyLua_RWW nicht am Chat dabei sein kann. Das ist so krass. Ich werde heute an deinem Geburtstag wegen einem wiederkommenden Tumor im Unterkiefer operiert. Bitte sag mir auf Insta Bescheid, wenn das Paket angekommen ist. Mein Budget, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mein Geld, was zur Verfügung stand, war ziemlich begrenzt, aber ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Die Karte ist, by the way, von Oma. Ich möchte noch Tatsu und meine Freunde Leon, Sandra, Tyler und Ben grüßen. Schönen Tag dir noch. Instagram, ja. Alter, das ist so krass. Ich bin gerade so froh, dass ich das doch noch jetzt aufmache. Vielleicht kann er das noch sehen. Ich weiß nicht, Luca. Ich wünsche dir so viel, 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 viel Glück und das ist ultra kacke mit dem Tumor, aber du wirst das easy überstehen. Du bist stark und jung und dein Körper ist Macher. Das wird alles super. Also richtig heftig, dass jemand, das ist immer so für mich ein bisschen, das ist wie so ein Stein im Herz, der erstmal so sacken muss. Das ist schon heftig, so eine Bindung irgendwie mit jemandem zu haben, den ich eigentlich nicht kenne, aber irgendwie fühle ich mich auch wie eine größere Schwester, wie eine gute Freundin, wisst ihr, so irgendwas. Weil, guck mal, seit 2019 schaut er mich anscheinend und verfolgt mich. Das ist schon richtig cool. Und dann so ein krasses Paket hier noch und hast nicht gesehen. Deswegen auch so ein Herzchen. Und ich würde sagen, das Herz packen wir auch irgendwo radikal einfach hier irgendwo hin. Für die Operation morgen, dass das hoffentlich gut erfüllt. Das tun wir auch noch irgendwann. Wollen wir das mit zu Henry irgendwo tun? Zack. Boah, das wird so voll gepackt. Das ist cool. Wirklich. Das ist wirklich richtig emotional. Ich werde da noch ein Grußvideo nochmal schicken, aber ganz viel Liebe an Luca. Ich weiß nicht, ob er das sieht oder die Mutti, aber auch voll süß. Also Mutti hat sich da auch voll ins Zeug gelegt. Ich glaube, es war die Mutti. Deswegen auch mit Peter geschrieben. Hier sind noch ganz viele Sachen. Fotos. Ah, das ist von Oma, die Karte. 18. Tja, nun ist
Ist sie da, die große Wende. Deine Kindheit, die ist nun zu Ende. Lebe hoch und denke weit. Nimm dir stets für alle schönen Dinge Zeit. Mach deine Träume dir zum Ziel, so erreichst du im Leben sicher viel. Nur falls ich es noch nicht erwähnte, ich gratuliere dir herzlich zum 18. Karte von Mama und Oma, sie wollten auch noch was sie wollten auch noch was Nettes machen. Wie süß. Ey, das ist so süß, wirklich. Dankeschön. Das Paket bedeutet mir voll viel. Das ist wirklich richtig lieb. Das ist richtig süß. Das ist so eine Karte hier und da steht das nochmal. Dass man sich so viel Zeit und Mühe macht für jemanden, wo ich persönlich noch nie mit denen gesprochen habe, das ist so cool. Das ist wirklich toll. Oh lol, das sind Bilder von mir. Ey, das ist mein Lieblingsbild sogar. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Das sieht so cool aus. Alles Bilder von mir. Bin ich. Bin auch ich. Steinbock. Oh! Ehrgeizig, fleißig, verantwortungsvoll, introvertiert, geduldig, stur. Hey, das ist ein Steinbock. Ich bin Steinbock. Einfach ein Steinbock-Kissen. Guck mal an, was die alles denken. Wie geil. Das ist voll cool. Das ist krass. So, warte mal. Ach, hier steht was. Paar Fotos bitte unterschreiben und zurückschicken. Kannst du das alles mit für Luca? Luca mit G? Ist dein Spitzname. Okay, mach ich. Mach ich mit Herz sogar, natürlich. Ey, Luca, wirklich. Und Mutti und die ganze Familie, das ist so lieb, dass ihr sowas für mich gemacht habt. Da steckt viel, 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 viel Liebe drin. Und wie gesagt, wir wünschen im Namen von knapp 9500 Leuten und mir wünschen wir Luca und generell allen auf jeden Fall viel Glück bei der Operation und das Beste nur für euch, für die Familie. Und mega, mega cool. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen dir eine Freude dann gemacht habe, denke ich ja schon. Ihr habt mir auf jeden Fall eine große Freude gemacht. Und ja, das ist mega, 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 mega lieb. Richtig krass. Gut, dass wir das Paket hier zum Schluss gemacht haben. Das ist voll emotional. Ich habe aber noch eins. Aber das gute DHL-Paket ist das letzte. Also mega, mega coole Geschenke bis jetzt. Wirklich vielen Dank für alles. Alter, was ist das? Boah, voll gepackt der Atze hier. Guck mal, wie süß. Ein Dino-Ausgrabungsset. Hi, Fibos. Ich habe dir mal einfach random Sachen eingepackt. Vielleicht findest du da was Cooles. Hatte Langeweile. Und Grüße an Roat Abi, falls ihr gerade zusammen auspackt. Grüße Momo 33363. Instant gleich TikTok. Ah, und sonst meine ich. Crazy Spring Spray. Oh mein Gott, ist das so Spray? Oh mein Gott, was hat das für Power? Ich dachte, das kommt so richtig lang, aber oh mein Gott. Nein, das ist meine... Nein, oh nein. Digga. Oh, bitte geh ab. Ah. Ihh, das ist voll geil. Das ist irgendwie eklig. Boah, das stinkt auch. Mehr. Oh, wir haben wieder diese Dinger, die habe ich auch. Dann... Was zum vollgepackte Schuhe? Das ist Nikolaus einfach. Hey, voll cool. Die sind voll nice. Alles vollgepackt. Und er hat mir sein ganzes Pack. Deine Mutti wird so sauer sein. Weißt du, wie teuer diese Klebeband-Dinger hier sind? Was ist das? Ein Squishy. Der ist geil. Hä? Stressball. Der macht Spaß. Bouncing Ball. Oh nein, Flummis. Oh nein. Oh mein Gott, ich werde so Spaß haben. Oh mein Gott. Ist hier noch was? Hier ist noch was. Eine Badekugel. So, wir haben noch einen Schuh. Boah, ganz viel Spiel. Beyblade. Yee! Die heißen nicht mehr Beyblades. Clash Tops? Who the fuck is Clash Tops? Cute. So, Leute, das war's tatsächlich. Wir haben noch einen Dino. Aber ja, hier sieht's so aus. Junge, Hilfe. Ja, YouTube, das war's mit dem Video. Ich bin raus.